Ein Treueschwur der venezolanischen Armee. Die Offiziere versprechen, die Grenzen des südamerikanischen Krisenstaates gegen eine angeblich drohende US-Invasion zu verteidigen. Die Armee bleibt in Alarmbereitschaft entlang der Grenzen, so wie es unser Oberbefehlshaber angeordnet hat, um jedwede Verletzung unserer territorialen Integrität zu verhindern. Auch Hilfslieferungen aus den USA sollen nicht ins Land kommen. In der kolumbianischen Grenzstadt Cúcuta lagern bereits Lebensmittel und Medikamente, doch die venezolanische Armee blockiert die Grenzbrücke. Jetzt wurde auch die Luft- und Seegrenze zu mehreren Karibikinseln geschlossen. Staatschef Nicolas Maduro sieht in den Hilfslieferungen nur einen Vorwand Washingtons, eine Militärintervention vorzubereiten. Die humanitäre Hilfe für Venezuela aus dem Ausland wird zusehends zum Spielball in dem Machtkampf zwischen Maduro und seinem Kontrahenten, dem Oppositionsführer und selbsternannten Übergangspräsidenten Juan Guaido. Der Armee kommt dabei eine entscheidende Rolle zu. Noch steht das Militär hinter Maduro. Das von der Opposition kontrollierte, aber entmachtete Parlament fordert die Soldaten indes auf, die Hilfslieferungen ins Land zu lassen. Das sei ein direkter Befehl an die Streitkräfte.